Aber naja, muss man halt durch. Ich hab sie sich gehalten. Halloween-Bonbons. Bitte. Genau. Ich denke mal, du tust die auch auf ein extra Feld dann aussetzen, die Kürbisse, oder? Es gibt doch noch Platz im Feld jetzt. Ja, meine ich doch. Nicht, dass du die, wo jetzt schon die ganze Zeit wachsen, gießt. Nein, ich nehme eine neue. Ich nehme neue, deswegen habe ich die Saat gekauft. Mhm. Weil sonst weißt du ja gar nicht, welches Teil genau du gießen sollst von dem. Das wäre ein bisschen blöd. Gut, damit haben wir mal dieses Wasser. Einmal schnell nach Hause. Ja. Dann bin ich gespannt, ob mir diese Irrlichter finden. Ich auch. Ja, ich weiß, wir haben es. Ich habe es einmal geschafft, 3 Stück zu kriegen. Aber das war es dann auch. Ja. Einmal 3 Stück und fertig. Das war schon ein bisschen traurig. Aber was sollen wir machen, ne? Reifekürbisse. Ist schon cool. Oh. Die Sense. Ja, schick. Gefällt mir wirklich, weil warum denn nicht? Nur es laufen sehr viele Bias rum, das ist sehr anstrengend. Ja. Ja, Geist grüßen, Mama. Ich habe Kürbisse. Oh ja, diese Kürbisse eignen sich perfekt. Ja. Kann ich sie nehmen? Ja. Bitte. Okay, gut. Hier, ich nehme dir das schnell ab. Ja. Du kannst diese Kürbisschnitzstation nutzen, um Kürbisse zu schnitzen. Wie du merkt hast, habe ich dir nur 4 Kürbisse abgenommen. Ja. Warum probierst du es nicht einmal selbst bei deinem Kürbis aus, der jetzt noch übrig ist? Du kannst eine Kerze hineinstellen, so hast du dann ein schönes, gruselige Dekoration. Ja. Ja. Gut. Eine Kürbisschnitzmaschine. Das ist alles nur wegen dem Ding, ne? Yep. Voll der Stress. Aber am stressigsten sind diese verdammten Irrlichter. Nicht zu verwechseln mit Glühwürmchen. Glühwürmchen sind Glühwürmchen. Ne? Ja. Ja. Das wäre dann auch schön einfach gewesen, aber nein. Hast du denn das Fangnetz? Da unten nichts. So, erstmal, dass ich die Rezepte lernen. Was für Zeug in der Tasche hier? Wann hast du denn das Netz nicht hochgenommen? Weiß ich nicht, weil ich es vergessen habe. Ich hab's doch gerade eben erst gesagt gehabt. Ach, nee. Dann bin ich mal gespannt, sie sind nicht schwer zu finden. Also, sie sind schwer zu übersehen. Mhm. Ja, es ist. Katastrophe, die zu finden. Dem würde ich mich zustimmen. Na, vielleicht ist sie inzwischen besser geworden.
Ist ja auch schon eine Weile her, dass wir das gemacht hatten. Ja. Ich hatte ja immer einen ganzen Tag gesucht, während ich dich dann das Feldmarlos hat. Komm, so ewig viel Zeit hat man ja leider nicht, um zu suchen. Nee. Und bis jetzt sehe ich ja. Nichts? Nichts. Denk dran, dass sie wenigstens einen Platz frei lässt. Noch habe ich genug. Ja, noch. Drei Irrlichter. Das ist nicht leicht. Ich denke immer dann so an den dunklen Wald oder so. Aber du kannst ja wirklich überall irgendwie finden. Das stimmt. Genau, das ist noch ein Bracket. Nö. Nichts Verirrtes, ne? Ne. Jetzt wird's langsam noch dunkel, dann... Vielleicht finden wir wenigstens eins. Und das ist ja dann schon erbärmlich wenig, ne? Vielleicht doch erstmal in den dunklen Wald gehen sollen. Aber man weiß es halt nie. Alles doof. Ja. Wo können wir suchen? Naja, auf der ganzen Insel. Aber wahrscheinlich am einfachsten, wenn es dunkel ist. Und wenn es dunkel ist, muss man schon fast schlafen gehen. Da ist eins. Links. Geradeaus. Guck mal, das kann man sogar auf der Karte sehen. Das da. Okay. Wow, dann haben wir eins. Yay. Das ist ein Irrlicht. Yay. Wir haben eins. Wuhu. Aber unter Bäumen sieht man es dann halt nicht. Ja. Nur im offenen Feld, aber... So erkenne ich, ehrlich gesagt, nicht wirklich, ob irgendwo eins ist. Ich Oh! Schön! Haben wir schon zwei. Fürs Museum muss man quasi auch eins aufheben, aber das machen wir wahrscheinlich eh beim nächsten Mal erst. Ja. Ich denke mal, so weit spielen wir nicht mehr. Ja. Wir machen ja nur das Jahr, denke ich, fertig. Ja, wie wir es ja gesagt haben. Und dann wird halt erstmal weiter, dass vielleicht ein paar schicke Mods da sind. Genau. Vor allem die Rasensprinkler. Da sind noch zwei. Da und. Hallo? Echt jetzt? Ich habe das in der ganzen Zeit nur geschafft, drei Stück zu kriegen. Ja, wie gesagt, es gab Updates. Wahnsinn. Vielleicht auf dem Berg sogar noch ein paar mehr drauf. Oder auch nicht. Würde ich jetzt generell dich suchen lassen müssen? Mich? Ja, manchmal musst du ja auch Glück haben. Jetzt sind es schon vier Stück, also ein Teil könnte man eintauschen. Ist hier irgendwas Zufälliges?
wird man halt dann sehen. Wenn man Glück hat, was Gescheites kriegt oder nicht, ne? Ist ja wahrscheinlich Deko. Ja, ist nur Deko. Aber welche? Das ist die Frage dann. Halloween-Deko. Ja, aber welche Art? Kriegst du eine Kürbislaterne oder einen Baum? Sowas meine ich halt. Ja, dachte ich mir schon, die Zeit wird wieder eng. Wie immer. Das ist das Schwierige, ne? Aber immerhin, du hast 4 Stück. Das ist doch schon mal richtig gut. Das heißt, ein Teil kannst du dir auf jeden Fall holen. Hast auch noch einen Platz. Wo ist der Geist? Geisti, wo bist du? Da hinten läuft's. Stopp. Ich hab ein Trio. Was für eine niedliche Gruppe, ihr Lichter. Hättest du was dagegen, wenn ich sie dir alle im Tausch für einen zufälligen Gegenstand abnehmen würde? Ja. Sehen wir mal nach, was ich da so versteckt unter meinem lag. Warte mal, das meinte ich doch gar nicht. Ja. Oh. Ich bin eingeschlafen. Verdammt. Das ist aber weiterläuft, furchtbar. Ja, mitten im Gespräch. Haben wir jetzt was gekriegt oder ist es jetzt vor Chicago? Ja, haben wir immer noch 4 Irrlichter. Na gut. Ja, das ist blöd für die Zeit dann so. Beim Reden könnte es ruhig eine Pause sein. Ich werde etwas anderes aus der Welt herbeiziehen. Ja. Ja. Was? Kürbis rangekommen. Komm jederzeit wieder. Ja. Kürbisranke. Okay. Na dann. Warum nicht? Na, da siehst du auch, dass die Zeit wirklich sehr viel später wach werden ist. Naja, gießen, ja. Tiere, ernten. Ja. Halt mal wieder. Oh, da, Tasche voll. Stimmt, wir haben ja Zeugs, die. Genau. Die Saat nach unten. Die Schmetterlinge verkaufst du doch. Ja, aber es ist ja nicht hier, da, sondern. Ich habe echt keine Kürbis in meinem Baum. Jo. Heftig. Wie hätte denn das gedacht?